Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem heißen Stuhl des Generalanzeigers. Zu Gast ist heute Lissy von Bülow. Sie kandidiert für die SPD als Oberbürgermeisterkandidatin. Frau von Bülow, Sie sind beruflich tätig als Dezernentin bei der Stadt Bornheim. Sie sind aber echte Bonnerin und leben auch in Bonn und verheiratet und drei Kinder. Das ist richtig. Ja, okay. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Sie wissen, Sie haben 30 Sekunden Zeit, die Fragen zu beantworten, und dann ertönt das Signal. Bonn will klimaneutral werden und den Autoverkehr reduzieren. Sind für Sie Umweltspuren nur für Bus und Radler auf den großen Ausfallstraßen? Auf welchen? Also wir brauchen Spuren. Wir müssen vor allen Dingen für den Radverkehr vermutlich bei zweispurigen Straßen darüber nachdenken, eine Spur wegzunehmen. Es wird diskutiert, Hermann Wanderslebring. Und darüber hinaus muss man wirklich gucken, einzelne Straßen. Es muss passen in ein gesamtstädtisches Verkehrskonzept. Das ist mir wichtig, ein Radwegenetz über die ganze Stadt. Und da Vorrangspuren für den Bus, wo es passt. Dann nehmen wir die zweite Frage. Wie oft nutzen Sie selbst Bus, Bahn oder das Rad? Also das Rad fast täglich. Leider, da meine berufliche Tätigkeit ein bisschen entfernt ist, muss ich dann doch häufiger auch das Auto benutzen. Und Bus und Bahn, ich sag mal nicht so häufig, dreimal im Monat, weil sich das auf meinen Strecken nicht so ergibt. Eine Seilbahn auf den Venusberg, ist das eine gute Investition? Es kann eine gute Idee sein. Die Investition ist dann sinnvoll, wenn sie nachhaltig ist, wenn sie wirtschaftlich ist, wenn die Finanzierung gesichert ist und wenn es in ein Verkehrskonzept als richtigen Fortschritt für die bessere Mobilität in Bonn passt. Aber mit mir wird es keine Seilbahn geben, wenn nicht alles fundiert durchgeprüft ist. Zankapfel Cityring, was halten Sie für die beste Lösung? Erstmal muss jetzt Ruhe einkehren und wir müssen die, die dagegen sind, gegen die Sperrung nochmal an den Tisch bringen. Was sind eigentlich die Beweggründe? Ich meine, die Parksituation in der City kann es nicht sein. Die Erreichbarkeit ist eigentlich gesichert. Mit allen, mit denen ich rede, schildern mir das auch. Was ist also das Problem? Wo stört die Trennung des Cityrings wirklich? Ich meine aber, die Innenstadt muss verkehrsberuhigter werden und vor allen Dingen fußgänger- und radfahrfreundlicher. Deutsche Städte bekommen die Möglichkeit, das Anwohnerparken teurer zu machen. Wären Sie dafür? Beim Anwohnerparken müssen wir wirklich gucken. Wir müssen vor allen Dingen Kapazitäten für Parkraum schaffen. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir Tiefgaragenbauten unterstützen städtischerseits, um mehr Kapazitäten zu schaffen, die Autos weg aus den innenstädtischen Bereichen ein bisschen zu schaffen, um dann den Raum zu haben für Fahrradabstellplätze, für Fahrradwege, für breitere Fußgängerwege. Also deswegen ist es nicht nur eine Frage des Teurermachens, sondern es braucht ein Gesamtkonzept. Wie sortieren wir das Parken und schaffen eben Raum für alternative Verkehrsstrukturen? Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Wohnen in Bonn für jeden bezahlbar bleibt? Das ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Also wir müssen die Ermessensspielräume des Baurechts ganz anders nutzen. Wir müssen die Bauplanung viel schneller machen. Wir haben in Bonn unglaublich viele Leerstände und Flächen, wo sich nichts tut. Da muss man wirklich mit Druck hinterher sein. Ich will da wirklich mich stark engagieren. Wir müssen die FEBOVAG ermöglichen, der FEBOVAG ermöglichen, viel mehr zu bauen. Also da ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen notwendig. Bei vielen Wohnbauprojekten kommt sofort Gegenwind von Bürgerinitiativen aus der Nachbarschaft. Was sagen Sie denen? Ich erlebe in Bonn, dass es fast bei allen Vorhaben so ist, nicht nur bei Wohnbauprojekten, sondern auch bei diesen Schwimmbadprojekten, jetzt im Moment gerade das Melbad, dass die Sachgrundlage, die Erstinformation nicht stimmt. Man muss fundierte Unterlagen liefern, muss erklären, was man vorhat. Und man muss früher auch transparent machen, wohin soll die Reise gehen. Die Ziele für die Stadt müssen übergreifend klar sein. Wo wollen wir Wohnbau machen? Wie wollen wir bauen? Wie gehen wir mit Paragraph 34 und dem Klimaschutz um? Und das müssen wir transparent machen. Erst Bürgerbegehren, dann Bürgerwerkstatt, jetzt Stillstand. Was soll aus dem Viktoria-Carré werden? Ja, auch ein trauriges Beispiel.
ein Projekt, was brach liegt, also wo sich nichts tut. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, wieder alle an einen Tisch zu holen. Der Investor, wir müssen hören, was der Investor will, was will die Stadt. Es sind ja verschiedene Eigentümer. Es gibt eine gute Idee, die liegt da. Nach der Bürgerwerkstatt ist ein Plan gezeichnet. Die Universität hat Interessen, also mit allen sprechen vor Ort und gemeinsam einen Fahrplan entwickeln und auch da Druck machen. Der Schuldenberg der Stadt Bonn beträgt bald 2 Milliarden Euro. Wo kann Bonn sparen? Also in Bonn schmeißen wir leider viel zu viel Geld zum Fenster raus. Das sehen wir immer wieder in schlechten Vertragsverhandlungen, Urban Soul, in schlecht geführten Bauprojekten, Beethovenhalle und in schlecht strukturierten Prozessen. Bürgerwerkstätten, die dann nicht umgesetzt werden, haben wir in der letzten Frage gerade gesehen. Also wir investieren sehr viel und kommen doch nicht weiter. Damit sollten wir aufhören, wir sollten besser planen und so einsparen. Und im Übrigen muss man sich die Finanzlage nach Corona und mit dem neuen Haushalt, der noch nicht eingebracht ist, angucken. Schließen Sie eine Erhöhung von Grund- oder Gewerbesteuer aus, wenn Sie Oberbürgermeisterin sind? Man kann nichts ausschließen, bevor nicht ein Haushalt eingebracht ist. Das wollte der Oberbürgermeister in dieser Ratsperiode noch nicht machen. Der wird erst eingebracht nach der Wahl. Dann wird man gucken, dann wird man sehen, wie die Corona-Auswirkungen sind, wo die Gewerbesteuer in Bonn weggebrochen ist, wie das kompensiert wird. Deswegen kann man heute im Grunde nichts genau sagen. Ist die Integration von Flüchtlingen seit 2015 gelungen? Ich glaube, doch, wir können stolz sein auf die Integrationsleistungen. Es gibt natürlich Negativbeispiele, aber es gibt ganz, ganz viele positive Beispiele, wie es gut gelungen ist. Und vor allen Dingen haben wir in dieser Zeit gelernt, anders miteinander zu arbeiten. Wir haben erlebt, dass eine starke ehrenamtliche Struktur in der Stadt vorhanden ist, dass sich die Sozialverbände, die Hilfsleister nochmal anders zusammenschließen und diese Strukturen weiter in die Zukunft zu führen und als Gewinn zu nutzen, das, was wir erschaffen haben, das halte ich für sehr wichtig. Die Corona-Krise zeigt, wie rückständig die Digitalausstattung der städtischen Schulen ist. Was wollen Sie tun? Ja, da braucht es ein Masterprogramm. Ich glaube, nach Corona wissen alle, wir müssen da viel, viel schneller werden und viel mutiger reingehen. Es muss eine Mischfinanzierung geben. Es kann nicht sein, dass Eltern die Geräte anschaffen. Allein, wenn die Stadt alles finanziert, ist es auch schwierig. Also man muss da mit Land und Bund und auch dem dessen, was zumutbar ist, von Eltern übernommen zu werden, ganz ehrlich reden. Und dann müssen wir ganz kräftig vorangehen. Ich bin da in meiner Kommune schon weiter ein Stück weit und sehe, was für Vorteile das bringt. Auf Termine im Dienstleistungszentrum müssen die Bonner immer noch wochenlang warten, wenn sie Pech haben. Was läuft da seit Jahren falsch? Ja, es muss ein Systemfehler sein. Also es kann nicht sein, dass man über Jahre das nicht gelöst bekommt. Von außen das zu betrachten, ist unheimlich schwer. Ich würde es gerne wieder dezentral organisieren, die Bürgerdienste in den Bezirksrathäusern anbieten, stärker kleinere Einheiten bilden, die dann vielleicht auch flexibler reagieren. Und im Übrigen muss ich mir das wirklich angucken, woran es liegt. Nicht nur bei der Sanierung der Beethovenhalle wirkt das städtische Gebäudemanagement überfordert. Soll die Stadt auf öffentlich-private Partnerschaft setzen, also Generalunternehmer, die schlüsselfertig bauen, oder sogar ganz auf Investoren? Also in dem Bereich gibt es in der Bauwirtschaft ganz viele verschiedene Konzepte zur Unterstützung der Kommunen. Und man muss natürlich im Detail gucken. Wir haben aber, wenn wir ehrlich sind, eine solche Herkulesaufgabe vor uns. Wir müssen die Hälfte aller Turnhallen sanieren, wir müssen fast die Hälfte der Schulen sanieren, wir müssen neu bauen, Kitas neu bauen und so. Das wird eine Kommune nicht alleine mit dem SGB schaffen. Wir werden Investoren brauchen, aber wir müssen uns die Rahmenbedingungen ganz genau angucken und bis ins letzte Detail prüfen. Wie bewerten Sie das optische Erscheinungsbild von Straßen und Plätzen der Stadt? Könnte schöner sein. Ich finde die Plätze, die jüngerer Zeit gebaut worden sind, ja, lassen so ein bisschen diese menschliche Perspektive vermissen. Ich finde, die könnten architektonisch anspruchsvoller gestaltet werden, die könnten vor allen Dingen grüner gestaltet werden, wenn ich an den Beuler Rathausplatz denke, an den Moltkeplatz, an jetzt den Platz vor dem Bad Godesberger Bahnhof und so weiter. Das sollte viel grüner werden und ich finde, Stadtgrün ist unheimlich wichtig.
Befürworten Sie mehr Videoüberwachung an Straßen und Plätzen? Wenn ja, wo? Schwierige Frage. Generell befürworte ich das nicht. Im Einzelfall kann es gerechtfertigt sein. Das ist aber etwas, was in der Regel erstmal die Polizei zu beobachten und zu entscheiden hat oder uns als Vorschlag zu liefern hat. An einzelnen Stellen kann es sinnvoll sein, eine Videoüberwachung einzuführen, aber flächendeckend keinesfalls.